Hallo zu einem neuen Tutorial. Heute zeige ich euch, wie man bei Mozilla Firefox den Seitenaufbau beschleunigen kann. Dazu starten wir einmal den Webbrowser, geben in die Adressleiste ein about config, dann einmal die Abfrage bestätigen, dann in die Suche eingeben network. .http, dann findet ihr schneller die Werte, die umgeändert werden müssen. Die habe ich jetzt schon mal vorbereitet. Schreibe ich in die Videobeschreibung, welche das sind, was umgestellt werden soll. Das macht ihr folgendermaßen: einfach den Wert dann anklicken oder die Befehlszeile mit Rechtsklick, dann auf Umschalten und dann ändert sich jeder Wert. Also jetzt auf Aus und so ist er im Normalzustand und dann Umschalten und dann ist die Funktion eingeschaltet. Diese unteren Werte müssten auch einmal umgestellt werden, kommt natürlich auch in die Videobeschreibung. Hier wäre es normalerweise 256 und wäre dann 48. Kommt dann aber auch in die Beschreibung mit rein. So, dann müssen wir noch mal einmal was hinzufügen. Dazu machen wir einfach mal neu, integer. Dieses kommt auch in die Videobeschreibung hinein. Okay, der Wert wäre 0. Bestätigen und das war schon. So, falls ihr das Ganze jetzt wieder rückgängig machen möchtet, dann einfach wieder mit Rechtsklick und dann auf Zurücksetzen und dann habt ihr wieder die Normalwerte. Die Zeile, die wir eben eingefügt haben, die nimmt ihr folgendermaßen wieder raus. Hier oben in die Einstellung reingehen, dann auf das Fragezeichen, dann Informationen zur Fehlerbehebung, Ordner anzeigen, Browser schließen. So, dann ist das diese Datei, die ihr umändern müsst, mit Rechtsklick, ganz normal mit einem Editor bearbeiten, die Suche, also mit Steuerung F macht man das, einmal suchen, die Befehlszeile, die wir eben eingegeben haben und dann einfach rauslöschen, das Ganze. Speichern nicht vergessen. Ja, so, und das war schon. Falls noch Fragen sind, einfach posten und ich versuche sie dann so schnell wie möglich zu beantworten. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch ein schönes Wochenende noch oder Tag, je nachdem, wann ihr das Video guckt.